Manche kämpfen für das, was war. Und andere für das, was werden soll. Die deutsche Erfolgsserie Barbaren geht weiter. Im Herbst 2021 wurde in Krakau und Umgebung gedreht. Mittlerweile sollten die Dreharbeiten abgeschlossen sein. Die zweite Staffel spielt ein Jahr nach der Varusschlacht. Die römischen Truppen sind stärker denn je nach Germanien zurückgekehrt. Darunter Arminius Bruder Flavus, gespielt von Daniel Donskoy, der ihn für seinen Verrat an Rom bestrafen will. Es wird also episch und persönlich. Einen offiziellen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, wir drücken aber die Daumen, dass die zweite Staffel noch in diesem Jahr auf Netflix erscheint. Um euch die Wartezeit darauf zu versüßen, haben wir 7 Netflix-Serien herausgesucht, die euch gefallen könnten. Viel Spaß! Nachher brauche ich unbedingt eine romantische Komödie, um runterzukommen. Ich habe jetzt Giga-TV mit Netflix inklusive. Da finde ich immer was Schönes. Liebe ist so wichtig. Das volle Programm auf einer Plattform. Giga-TV, jetzt inklusive Netflix. Ab 19,99 im Monat. Together we can. Die größte Mediathekenauswahl Deutschlands. Jetzt auf Giga-TV. Ah, Dirty Dancing. Ja, der ist immer gut. Auf jeden Fall. What is it? Ships. I saw them first from the beach. What ships? Things. Die erste Empfehlung versteht sich eigentlich von selbst. The Last Kingdom. Die Geschichte spielt zur Zeit der Wikinger und basiert auf der Uhtred-Saga von Bernard Cornwell. Eine spannende Geschichte ist damit garantiert und auch die Action kommt in der Serie nicht zu kurz. Barbaren-Fans werden das historische Setting zu schätzen wissen, das sich hin und wieder die nötigen künstlerischen Freiheiten nimmt. When we fight with one heart. Die finale 5. Staffel von The Last Kingdom wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen. Mehr dazu in diesem Video. Rediscovered son, Prince of Troy. Fans der Antike sollten Troja, Untergang einer Stadt, mal eine Chance geben. Darin geht es natürlich um die Belagerung Trojas, ausgelöst durch die Entführung Helenas durch den Prinzen Paris. Doch die Serie will nicht einfach das legendäre Epos von Homer adaptieren, sondern die Geschichte auf ihre Weise erzählen, so wie auch Barbaren. Dabei konzentrieren sich die 8 Folgen auf die menschlichen Schicksale. Troja, Untergang einer Stadt, liefert durch die schicken Kostüme und Sets perfekten Eskapismus. Eine historische Serie jenseits von Europa bietet Marco Polo. Der namensgebende Held reist als junger Mann im 13. Jahrhundert mit seinem Vater nach Asien. Dort gelangt er an den Hof des mächtigen Kublai Khan, gespielt von Benedict Wong. So tell your Pope that he himself must bow before me and pledge his fealty to me. Khan will seine Macht auf ganz China ausweiten und so wird Marco in Machtkämpfe und Intrigen hineingezogen. Die Serie Marco Polo war beim Start eine der teuersten Produktionen und das sieht man. China, Mongolia, I will be emperor of the world. Die Ausstattung ist opulent und die Schlachten aufwendig produziert. Barbaren-Fans können sich auf jede Menge historische Action freuen. Every corner of the land beneath this blue sky is ours for the taking. I need you to find someone. Declan Harp. Ebenfalls ein unverbrauchtes Setting hat Frontier. Die historische Serie spielt im Kanada des späten 18. Jahrhunderts. Damals war der Handel mit Fellen ein florierendes, aber auch hart umkämpftes Geschäft.
killing him is not enough. In der Serie will Fellhändler Declan Harp, gespielt von Jason Momoa, das Monopol der britischen Handelsgesellschaft Hudson's Bay Company brechen. Denn Declan, halb Ire und halb Indianer, hat mit der Company noch eine Rechnung offen. Frontier ist ein actiongeladener, unkomplizierter und sehr unterhaltsamer Stoff, dazu noch mit 6 Folgen pro Staffel recht knackig inszeniert. In Outlander wird die Krankenschwester Claire durch eine Art Wurmloch in das Schottland des 18. Jahrhunderts zurückgeworfen. Dabei gerät sie zwischen die Fronten der katholischen Schotten und protestantischen Engländer. Aus der Not heraus heiratet Claire einen schottischen Krieger, doch mit der Zeit entwickelt sie echte Gefühle für den Mann. Die Serienadaption von Diana Gabaldons Highland-Saga überzeugt mit mystischer Atmosphäre und sympathischen Figuren. Let's try not to get flogged or stabbed today. That'd be thanks enough. No promises, Sassenach. Historienfans unter euch müssen sich zwar mit der Zeitreiseprämisse anfreunden, doch danach erwartet euch eine Geschichte mit viel Herz. 5 Staffeln gibt es schon, eine 6. ist bereits angekündigt. Because I loved you more than the life that I had. It's been 15 years since we lost Acker. Why are we still in Paris? Mit Nightfall springen wir etwas weiter zurück in der Geschichte. Die Serie spielt nämlich im 14. Jahrhundert und handelt vom Tempelritter Landry, der nach dem Heiligen Gral sucht. Dabei erleben wir den Erfolg, den Fall und die Zerschlagung der Tempelritter. Was Barbaren-Fans gefallen wird, Nightfall liefert brutale Action um die Männer mit dem Kreuz auf den Kutten. The ones we love the most are the ones most likely to betray us. Und zum Schluss noch ein Geheimtipp, die südkoreanische Serie My Country – The New Age. Darin werden 2 Freunde im Korea des späten 14. Jahrhunderts durch ein Missverständnis zu erklärten Feinden. Dadurch geraten sie zwischen die Fronten in einer Ära voller Umbrüche. Barbaren-Fans könnte das bekannt vorkommen. My Country – The New Age ist eine hochdramatische Serie, die zwar eine fiktive Geschichte erzählt, die historischen Ereignisse im Hintergrund aber richtig wiedergeben soll. Dank Verfolgungsjagden, Schlachten und Martial-Arts-Kämpfen wird es außerdem nie langweilig. Das waren unsere 7 Empfehlungen. Da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Alle diese Serien laufen aktuell auf Netflix und wie ihr da rankommt, haben wir euch ja am Anfang des Videos bereits verraten. Habt ihr vielleicht noch einen anderen Tipp für eine Serie mit historischem Hintergrund? Schreibt's gerne in die Kommentare. Oder schaut euch dieses Video an, in dem wir erklären, wie Braveheart die Geschichte verdreht und Outlaw King es wieder ausbügelt.